In meinem Berufsalltag im Auswärtigen Amt kann mir Europa an verschiedenen Stationen begegnen. So bietet der Europäische Auswärtige Dienst eine Karrieremöglichkeit für unsere deutschen Diplomaten. Zudem habe ich schon einmal 2 Jahre Visa für Kurzaufenthalte für den sogenannten Schengen-Raum ausgestellt und damit erhalten ausländische Bürgerinnen und Bürger nicht nur ein Visum zum Besuch in Deutschland, sondern eben für den gesamten Schengen-Raum. EU im Alltag, wenn ich an meine Zeit zurückdenke, ans Ausländeramt, ganz großes Stichwort, schönes Wort, EU-Dublin-Rückübernahme-Abstellungsabkommen. Es regelt im Endeffekt, dass Ausländer, die in einem Mitgliedstaat den Asylantrag gestellt haben, wieder zurück dorthin überstellt werden. Dies hat uns die Arbeit wesentlich erleichtert, aber es hat uns auch die Arbeit erleichtert, dass wir innerhalb der EU mit den verschiedenen Polizeistellen und auch mit anderen Ausländerämtern zusammen kooperieren konnten. Ciao a tutti, sono Sara, sono componente del CESI Youth Board e sono anche segretario nazionale della FISMIC Consal che si occupa del settore privato in Italia. L'Europa ha influenza sul mio lavoro giornalmente perché mi dà la possibilità in giornate come queste di essere insieme a persone che fanno di altri stati dell'Unione Europea e troviamo soluzioni che siano eque e ottimali per tutti i lavoratori, quindi non solo della mia nazione, ma anche delle altre nazioni.